Heute Nacht gab es sehr starkes Gewitter, weshalb wir den Fishing-Trip heute canceln mussten. Und das ist auch ein bisschen das Problem gerade, dass so eine Tieffront sich von Richtung Japan hierher zieht und wir das Problem bekommen könnten, dass wir die nächsten Tage wirklich schlechtes Wetter haben, was vielleicht auch dazu führt, dass ich gar nicht mehr angeln gehen kann. Und das wäre überaus traurig. Vor allem, weil ich sehr, sehr gut fangen zurzeit. Also wir hatten an einem Tag 9 Königsmakrelen, was schon wirklich sehr, 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 sehr toll ist. Und an unserem ersten Angeltag haben wir einen Sailfish gefangen mit circa 1,80 Meter. Also abartig, abartig geiler Kampf. Is this better than Mahi? Wow, oh, he's coming back, we're lucky. Super cool. Phänomenal toller Fisch. Er hat mich insgesamt bestimmt 15 Mal ums Boot herumlaufen lassen, bis er dann endlich mal Richtung Ufer kam, Richtung Boot kam. Okay. Done and done. Wow. Sticking. You got it? Yeah, I'll need it. But it's in the flesh. I'm not tired. Kenny. Yeah, Kenny. He's hurt. I mean, he has it in the back. Oh my god. Oh my god. Bitte sei vorsichtig. Oh boy. Let me hold it, Dubamu. I'll be really quick and get him back in if you're right. No, he's hurt. You think it's okay? If you're really quick, yeah. Und kurz danach hat ein Marlin gebissen. Phänomenaler Kampf. I saw it, yeah. Put it up, Haddon. He's excited with this 1,000 baht fish. 1,000 baht fish. About 3 minutes work for you in Germany. Oh, boom, I'll get away. See ya. Don't lose this, he's dead. So don't lose him. Yeah, because he will die anyway.
You backwards dead. Minus 50 points. You have a lot of luck. Not there. See, I let up. Yeah. Dead and coming in just backwards. Powered out. Just having a sleep. Sleeping it off. Chill out. Okay, no more winding. He's not going to react much. He's okay, got rigor mortis. <They're stiff>. He's not dead, but he's a bit stiff. Minus 20 points. Oh, so yeah, I will. Lots of hooks. Ah, that's your hooks. I guess that's your hooks inside. Huh? I've only got one hook on that. Was das Verrückteste war, nachdem er fast die gesamte Rolle leer gemacht hat, hat er sich spontan entschlossen zu sterben. Einfach spontan entschlossen, irgendwo in der Ferne zu sterben. Und es lag dann an uns quasi, diesen toten Fisch zurückzukurbeln. Weiß auch nicht, wie sowas zustande kommt, aber egal. Auf jeden Fall phänomenal interessanter Fisch. Toll. Über 2 Meter, mehr als 40 Kilo, weiß nicht, vielleicht sogar 50. Oh, mit dem Bett, einmal eine, guten Mann. Lau eine. Bett, geht's hinein? Yeah. So, it's not your hooks, right? Oh, long line, is it? Oh, hallo, Bälle. Bett kommt. Wollen wir? Okay. Come on, we pissed off losing that on the right. Am zweiten Tag hatten wir eigentlich genau das gleiche. Da hatten wir Königsmakrelen gefangen, sowohl beim Trolling. Da gibt es dann auch eine Unterwasseraufnahme davon, das finde ich richtig gut. Was dann passiert ist, wir hatten einen Marlin. Marlin hat gebissen. Phänomenaler Kampf. Also richtig, der hat dem Teufel nicht dran gedacht, hat irgendwie so im Kampf zu sterben, sondern der hat einfach gekämpft, gekämpft, gekämpft. Schon wieder ums Boot rumgejagt, der Fisch. Und Marc, der Guide, sagt, das kann der bis zu 50 Mal machen, wenn er Bock drauf hat. Das macht mich echt fertig. Es sieht nicht so aus, wie wenn der hier auch nur ansatzweise müde ist.
Fuck. We have to go on the other side very fast. No. Ich habe gerade eben einen Marlin verloren, der ja auch gut über 2 Meter. Wir haben jetzt einfach eine halbe Stunde miteinander gekämpft und er ist ja jetzt unter das Boot abgetaucht und ping, Schnur durch. Ja. Ja, ist schade. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass der Fisch jetzt noch lebt und dass es ihm gut geht. Und wir fangen schon noch ein, hoffe ich. Und wenn nicht, dennoch, geiler Drill. Ich meine, ich hatte ihn am Boot. Wir haben das Vorfach zwar nicht berührt, aber mir egal, für mich zählt er als gefangen. Also, kurz danach hat ein Segelfisch gebissen. Der hat den Fisch genommen und ist, ja, man sagt ja, die sollen bis zu 100 km/h schwimmen können. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber gefühlt hat er genau das gemacht. Hat ihn genommen, ist aber mit 100 km/h auf uns entgegengeschwommen gekommen. Und man hat ihn gesehen, wie er aus dem Wasser springt. So, schon fast direkt in dem Boot ist er aus dem Wasser gesprungen. Aber ich hatte keine Chance anzuschlagen, weil halt einfach die Hälfte der Schnur noch im Wasser war, während der Fisch schon neben mir stand. Und der hat keinen Anhieb angehauen oder hat gepasst. Er hat den Köder dann wieder ausgespuckt und ab dem Zeitpunkt waren dann einfach alle Lanzenträger im Wasser gewarnt. Die wussten dann, okay, hier passiert was, und danach gab es auch keinen Biss mehr. Ja, voller Vorfreude warte ich jetzt eigentlich drauf, wieder ins Wasser oder ans Wasser zu können. Aber das Wetter ist sehr unbeständig und ich weiß nicht, ob es nochmal was wird. Also ich hoffe doch sehr. Das heißt immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, doch meine stirbt eigentlich gerade jetzt. Im Hintergrund kann man sehen, dass der Tropensturm Papuk unsere Insel hier völlig unter Wasser gesetzt hat. Und an das Angeln, die letzte Chance, die ich wohl noch gehabt hätte, morgen rauszufahren, ist eigentlich nicht mehr zu denken. Es ist wirklich bedauerlich, weil ich nur 2 Ausfahrten hatte, die waren bombastisch. Und an dieser Stelle endet es einfach hier, weil dieses Sturmtief uns mehr als eine Woche lang in der Zange gehabt hat und wir nicht mehr rausgekommen sind. Aber nach Koh Tao ist vor Koh Tao. Und in diesem Sinne, Prost!